Das ist Eos. Eine Kugel. Wie, ja, wie so ein Überraschungsei. Kugel, diese orangen Dinger. Für mich ist ein Lippenbalsam das Männerlippenbalsam. Norwegen. Von Maltrogen. Mit der norwegischen Formel. Mabache TV. Norwegen. Wikinger. Seefahrer, echte Männer. Die brauchen sowas, damit sie ihre harten, spröden Lippen einschmieren können ohne Bipapo. Damit sie ihre Frauen, wenn sie vom Meer zurückkommen, nicht das Gesicht zerfetzen beim Rumschmusen. Deswegen Lippenbalsam und nicht irgendein so Mädchen, Bipapo, Labello, Pink, Grapefruit, irgendwas. Nein, klassisch, simpel, raus damit, rauf damit. Schmeckt nach nichts, tut einfach nur. Sanft machen. So schaut das aus, ja? Das ist ein Männerlippenbalsam. Und jetzt kommen die Leute mit E von EOS da und wollen uns dieses Kügelchen verkaufen. Barrierefrei technisch, wenn man mit den Händen umgehen kann. Es lässt sich leicht drehen. Ist also kein Problem. Es riecht aber extrem künstlich. Ich habe hier Blueberry Achai, glaube ich, nennen sie das. Und ja, das ist echt so. Also künstliche Dinge. Ich weiß nicht, ob man da reinbeißen soll oder nicht. Ja, was ist das für Lippenbalsam, ne? Aber ich habe das so angeschaut und überlegt, das erste, was mir eingefallen ist, wie ich das Teil gesehen habe, ist Death Star. Der Todesstern. Ich meine, Leute, wenn ihr das an Männer auch verkaufen wollt, dann ist das Erste, was ihr machen müsst, diese blöde, blaue, rote oder cremefarbene Kugel auszutauschen. Und macht daraus den Todesstern. Die Star Wars Edition. Das wird der volle Renner, ich versprich's euch. Und dann können echte Männer dieses Ding kaufen. Und ich stehe jetzt auf eurer Packung. Aufdrehen, auftragen, Spaß haben. Mit dem hat kein Mann mehr Spaß. Aber mit dem Todesstern garantiert. So schaut's aus.